selbst in der DDR hat es den Oberen an nichts gemangelt, egal welches System, es ist immer das Gleiche. Das ist das, was für mich am erschreckendsten ist, dass die Leute da halt vergessen und dass sie überhaupt nicht in der Lage sind zu unterscheiden, was was ist und was jetzt, warum eine Demokratie überhaupt wünschenswert gewesen wäre. Also die meisten, das, ja, das zeigt doch wieder exakt auch das deutsche Schulversagen, dass Leute einfach überhaupt nicht klarkommen, allein mit dieser Begriffsdefinition, warum Demokratie, warum? Ich finde, es wird immer klarer, dass das eigentlich keine Demokratie vorherrscht, oder? Weil dieses Wärmegesetz zeigt es doch am besten. Da ist doch eindeutig die Mehrheit, also über 80% dagegen. Und es wird durchgedrückt. Ja, also was? Nicht nur da, es ist ja inzwischen, es sind ja alle Entscheidungen, sind Minderheitenentscheidungen, die durchgedrückt werden. Deswegen sage ich das, die ganzen Leute, das mich am meisten abfuckt. Also ich habe das neulich, habe ich das bei irgendeinem TikToker gesehen, der gesagt hat, ey hier, oh, also ihr beschwert euch darüber, dass wir in Russland eine Diktatur haben. Wir können das ja ganz kurz durchgehen, aber wenn wir uns das jetzt anschauen, okay, das heißt, wir fühlen wehleidig mit, dass bestimmte Entscheidungen durchgedrückt wurden, fangen wir in Deutschland an. Dieses Gesetz, bla bla bla, zur Rentenverminderung, das zum Arbeitsgesetz, das da, das sind alles Dinge, die habe ich nicht durchgedrückt. Das sind alles Dinge, die mir aufgezwungen wurden und darunter habe ich jetzt zu leiden. Was genau macht mich jetzt also besser als dort die Russen? In der Beschreibung findet ihr eine Anleitung, wie ihr mit YouTube schnell Reichweite und ein Nebeneinkommen aufbauen könnt. Der Kurs ist für kurze Zeit um 95% reduziert.